Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla und ich habe wieder ein Best-of zu erzählen. Wir haben ja nur in der letzten Folge gesehen, dass die Dinger da weg waren, ne? Also da, wo wir eigentlich hin wollten und um dann die beiden Kisten da zu plündern, diese Reichtümer. Ja, die waren ja weg. Die sind noch nicht wieder aufgetaucht. Ich habe die ganze Karte abgegrast, ich habe alles geplündert. Es war nichts mehr da und dieses Rüstungsteil hat gefehlt. Das heißt, ich konnte alles nochmal von vorne machen. Traurig, aber wahr. Ich habe dann, ich wusste ja nur, wo die Sachen sind. Ich habe gezielt die Sachen geholt. Habe dann noch Reichtümer, da die ausländischen Güter ein bisschen voll gemacht. 250 von 300, da hatte ich keinen Bock mehr. Und jetzt sind wir gerade auf dem Rückweg. Das heißt, wir werden auch den Dialog mit Wagen jetzt gleich mitkriegen, den wir, wie ich ja in der letzten Folge gesagt habe, der war plötzlich dann da, als wir zurück in der Siedlung waren, ja. Jetzt haben wir nochmal, habe ich nochmal in Déjà-vu. Und wir sehen das jetzt nochmal, den Dialog. Und ja, also, weiß ich nicht, warum? Ja, die Frage ist ja auch, das habe ich ja schon in der letzten Folge gestellt, warum kann ich, wenn man diese Rüstung braucht, dieses Rüstungsteil, warum ist das in einer Kiste, die man dann nicht aufmachen kann, wenn die ausländischen Güter voll sind, die gar nichts, absolut gar nichts mit dieser Rüstung zu tun haben. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Und dann waren sie halt weg, ja? Also diese östliche Befestigung, da haben wir gesehen, die war komplett niedergebrannt. Ja. Ja, und in dieser Befestigung war tatsächlich dieser Mantel, den wir brauchten. Ja. Geil, ne? Also ich weiß nicht, dieses Spiel macht es einen echt schwer, es zu mögen. Ja, also ich meine, ich finde es cool, ich finde Wikinger cool, aber boah, das sind Fehler, wenn du dann nochmal neu machen musst, ja? Und wir waren 50 Minuten dran, das alles zu machen. Gut, wir haben auch gesucht. Ich war jetzt zielgenauer, aber die Suche, die ich dazwischen gemacht habe, ja, um alles abzugrasen, also ich habe jetzt bestimmt locker 2 Stunden auf dieser Map da verbracht. Und das ist traurig. Ja, und jetzt hören wir mal eben ganz kurz den Dialog hier zu. Also ich mach mich mal weg, wir werden jetzt, da kommen ja die zusätzlichen Inhalte, alles klar. Wir reden jetzt mit Wagen. Natürlich nur, wenn alles funktioniert, ne? Das ist jetzt mal vorausgesetzt. Guter Witz. Diese Hinweise, die du gefunden hast, sprechen von einem Fluss an der nördlichen Grenze von Poes. Ich habe es dir auf der Karte gekennzeichnet. Aber Vorsicht! Meine Späher sagen mir, das Gebiet sei gut bewacht. Wenn du für die Herausforderung bereit bist, sollten wir gehen. Du bist stark genug, um dich allem zu stellen. Das bin ich. Viel Glück! Mögest du Erfolg haben, wo viele versagten. So. Jetzt kannst du nämlich erstmal Flussraubzug, ja? Jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, was wir machen wollen, ja, jetzt haben wir diese Mission. Lust auf einen Raubzug? Nein, definitiv gar nicht. So, Schiff anpassen. Wir haben jetzt 500, wir brauchen 750, um den Frachtraum hier noch zu verwässern. Ja, darauf spare ich. Wir haben hier das Wind von Niflhel Segel. Siegel. Gut, das war's. Vergiss es. Vergiss es. Lass einfach gut sein. So. Das haben wir. Jetzt würde ich eigentlich gerne diese Rätsel hier machen. Ja, nee, diese Anomalie machen wir erstmal nicht. Wir kümmern uns um die Rätsel hier in Schrobischir. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was, was wir abarbeiten müssen. Gucken wir uns diese beiden erstmal an. Bevor wir dann nochmal einen Flussraubzug irgendwann machen, ja. Also, ich überlege tatsächlich, ob ich diesen Raubzug, zeitnah mache oder dann erst im Rahmen des, zweiten DLCs, der kommen soll, ja. Weil es wird
das kann ich jetzt schon sagen, es wird eine Pause geben von Assassin's Creed, wenn wir mit den Rätseln hier durch sind. Dann haben wir ja nicht mehr viel zu machen, dieses ganze Jagen und sowas, das mache ich zwischendurch, also da müssen wir keine Folgen für machen. Das, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die sind dann für mich einfach nur so, die sind nicht spannend oder sowas, das ist einfach für mich zum Vervollständigen. Und ja, wenn wir die Rätsel haben, wenn wir die Anomalien gemacht haben, dann werden wir das Spiel erstmal pausieren. Ich weiß noch nicht, ob ich ein Spiel finden werde, zeitlich gesehen, was ich jeden Tag rausbringe. Ja, es kann sein, dass wir dann, dass ich mir ein kürzeres Spiel, weil sowas bietet sich ja, oh, nicht buggen, weil so ein Spiel, was jeden Tag ist, das bietet sich ja an, wenn das ein großes Spiel ist. Ja, so wie Assassin's Creed oder was ich auch auf meiner Liste habe, warte, vergeben wir eben ganz kurz die Fertigkeiten. Was ich auch auf meiner Liste habe, auch schon ein bisschen länger her ist das Spiel, Red Dead Redemption, ja, habe ich noch nicht gespielt. Und, also den neuesten Teil in Anführungsstrichen, ja. Der allerersten und Undead Nightmare, die habe ich gespielt. Aber das wäre halt noch sowas, Red Dead Redemption 2. Ist natürlich ein langes Projekt, ja. Na, und dann würde sich das natürlich beißen mit dem DLC von Assassin's Creed, der dann kommt. Also wird es wahrscheinlich, bis Assassin's Creed komplett abgeschlossen ist, sich mehr so auf kleinere Spiele beziehen, die ein bisschen kürzer sind. Dementsprechend dann auch nicht jeden Tag. Und ja, dann müsste man einfach mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. Eine böse Frau hat dich eingesperrt. Wir kennen diese Sachen, ja. Meistens sind die Leute nicht umsonst eingesperrt. Naja, das ist immer so eine Sache mit den bösen Frauen. Erstmal looten. Ich komme nie wieder hinaus. Was, wenn die böse Frau zurück? Halt dein Maul. Hol dich da raus. Außerdem, die Tür ist offen. Du kannst theoretisch rausgehen, Junge. Ich mach mich schon mal weg. Vielleicht kommt der Junge, vielleicht kommt die böse Frau. Der ist bestimmt da drin, ne? Da haben wir schon mal den Kellerschlüssel, was hier? Ich höre dich doch da drauf. Die böse Frau hat mich ein. Ach ja, hat er die Klappe. Ja, ja. Stimmt hier im Keller. Ach. Oh, alles klar. Super. Ah, da. Sie wurde wohl verriegelt. Ja, sag bloß. Dann gehen wir mal darüber. Ist jetzt? Hallo? Hallo. Das ist ja die langsamste Rettung, die ich je erlebt habe. Junge, bleib mal geschmeidig. Das lasse ich gleich da drin krepieren, ja? Will gerettet werden. Hat auch eine große Fresse, weißt du? Das sind ja die, die wir am meisten lieben. Mann, 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 ey. Na endlich! Es war so langweilig hier drin. Wer ist diese böse Frau, die dich eingesperrt hat? Sie ist ein alter Drache. Sie will mich zu Eintopf verarbeiten. Danke, dass du mich hier rausgeholt hast. Der ist aber auch nicht ganz richtig, oder? Meine Geschichte. In der Welt, da drängen sich Drachen. Sie fliegen flugs. Oh. Das Haus wurde auf den Kopf gestellt. Wer ist das? Ich hab sie reingelegt. Ich hab erzählt, du seist ein böser Drache, der mich verspeisen will. Das ist ja eine schöne Bescherung. Ich werde Wochen brauchen, um alles wieder herzurichten. Aber wir hatten viel Spaß. Sag ich doch. Ich bin kein Drache. Ich bin die netteste Mutter, die je. Sag ich doch. Wie soll ich dich sonst lehren, nicht in der Nase zu bohren? Danke, Fremde. Ja,
Sie fliegen flugs herum am Boden. Da wartet ein Kobold, der guckt sich kick nach dir um. Der Himmel erbebt, wenn die Harpyie heult. Das Wasser wirft Wellen dahin. Ich habe kein Glück, kein ärmliches Stück, weil eingeschlossen ich bin. So. Ja. Da ist die Mutter. Sorry, Mutter. Viel Spaß mit diesem wunderschönen Kind. Okay, wir sehen das nächste. Da hinten, das ist, den Muster erkennen. Gar nicht wieder. Was können wir? Oh ja, ich brauche... Ich habe mir noch geguckt, was ich an Tieren brauche. Ich brauche tatsächlich 12-mal Schwarzbärfell. Wo soll es denn hier Schwarzbären geben? Ich war in jedem Gebiet. Ich habe nirgendwo einen Schwarzbär gesehen. Keine Ahnung, was das wieder ist. So. Das wird noch interessant werden, wie ich die Schwarzbären finde, aber gut. Können wir mal rausfinden. So, dann. Hier, so glaube ich, haben die Nephilim heilige Steine niedergelegt, um die Gaben Gottes vor anderen Riesen zu bewahren. Die, die da waren, ängstigten sich vor den Dämonen und Gott beschützte die Frommen und schickte die Riesen hinfort. Einzig der heilige Nachhall verblieb. Die Arbeit guter Seelen, die unser Erdenreich im Herzen tragen, wird durch diese Pforte in alle Ewigkeit mit unseren Ahnen und unserem Herrn verbunden sein. Okay, wunderbar. Das ist ein krasses Muster. Okay, definitiv irgendwie so. Definitiv. Ist hier noch was? Nee. Ich muss hier hoch. Na, ich glaube schon. Ich spüre etwas. Ja. Licht und Hitze. Okay. Normalerweise ist das, wenn du aus diesem Kreis rausgehst, dann, man hört so ganz leise im Hintergrund so eine Melodie. Ich weiß nicht, ob man die in der Aufnahme hört, keine Ahnung. Aber normalerweise, wenn du aus diesem Kreis rausgehst, dann ist die auch weg. Und gerade war die nicht weg und das Muster sah schon stark dann heraus, dass das irgendwo sehr weit nach außen gehen muss, ne? Wir gehen hier weiter und gehen dann nach da oben. Ich glaube, das ist so ein guter Weg. Gucken, hier kann man reiten. Naja, sieht gut aus. So, ja, ich freue mich schon auf die Anomalien. Ja, also wir haben noch zwei Anomalien. Gibt bestimmt ja eine komplette Folge für drauf. Freue ich mich echt schon drauf. Ich hasse ja die Anomalien, ja, also. Weiß ich nicht. Ich hoffe, man kriegt dafür wenigstens irgendwas. Ich meine, wir haben ja immer so kleine Sequenzen dazwischen gesehen, ne? Vielleicht ergeben die am Ende irgendwie eine Gesamtsequenz. Aber... keine Ahnung. Die Frage ist auch, wird diese Sequenz dann im Gesamten nochmal gezeigt? Oder müssen wir uns einfach alles gemerkt haben? Das wäre ein bisschen schlecht, glaube ich. Sich alles zu merken. Na, wir werden sehen.
wir irgendwann mal die ganzen Anomalien gemacht haben. So, was haben wir hier? Bin ich ja anscheinend schon mal vorbeigekommen. Paula? Nein, ich bin nicht Paula. Ich bin Eivor. Wer bist du? Paula, mein Herz! Schau dir das an! Ach, du bist bescheuert, glaube ich. Hallo, Fremde. Was ist das für ein Ort? Gefällt es dir? Meine Frau und ich haben es aus uralten Steinen gebaut. Es ist das Haus der Träume und Erinnerung. Gebaut aus Sommerfäden und sanften Brisen. Es ist schön. Paula und ich sind weit gereist. Was haben wir alles gesehen und getan? Und mit weit meine ich ferne Lande jenseits deiner Vorstellungskraft. Jeder Stein dieses Schlosses ist ein Andenken an unsere Abenteuer. Deine Reisen haben dir Weisheit gebracht. Ja, und hier ist sie. Es ist gut, sich auf morgen vorzubereiten. Aber vergiss nie das Heute. Heute, diese Stunde, dieser Augenblick ist ein kostbares Geschenk. Paula und ich werden aus dem Fenster über das grüne Englerland blicken und in Erinnerungen an unsere Reisen schwelgen. Vom Fenster aus können wir die Abenteuer neu erleben. Da ist sie schon. Ich muss zu ihr. Danke für deine Worte, mein Freund. Okay. Ja, dann mussten wir jetzt nicht viel machen. Alles klar. Ein bisschen reden, ist doch schön. Hier haben wir auch nichts mehr zum Stibitzen. Dann gehen wir weiter hier hin. Geht ja relativ fix. Oh, hallo Herr Fuchs. Gut, dass er abhaut. Ich hab kurz überlegt. Ich habe kurz überlegt, ob ich es tun sollte, aber... Ich kann diese Füchse einfach nicht töten. Und ein ganz großes Fragezeichen ist ja immer noch, kriegen wir diesen einen verschollenen Fisch? Ja, den der Bagheera. Das ist ja angeblich auch alles geregelt. Der war aber wirklich buggy, dieser Fisch, ja. Das war nichts Neues. War aber schon lange nicht mehr angeln, deswegen weiß auch gar nicht mehr. Ich musste mal gucken, irgendwo wieder an den Küsten von Kent, East Sexe und sowas, alles da ist der, ja. Ja, werden wir sehen. Mach ich aber auch offline. Das ist, angeln ist jetzt nicht so spannend. Aha. 400 Meter noch. Eigentlich können wir hier unten reiten. Das ist, glaube ich, entspannter. Komm, Ausdauer hast du noch. Für 300 Meter, das reicht. Komm. Jetzt ist die Ausdauer. Jetzt ist die Ausdauer auf einmal wieder voll. Und geht nicht mehr runter. Warum wundert mich das noch? Okay. Oh, Schafe. Schafe zählen? Alles klar. Das können wir. Eine Brosche schmeckt doch überhaupt nicht. Hast du was verloren? Ich habe die Familienbrosche für meine Nichte poliert. Ich habe sie nur einen Moment abgelegt und weg war sie. Eines der Schafe muss sie gefressen haben. Ein sehr hungriges Schaf. Sie gehörte meiner Großmutter, die sie von einem sehr reichen... Verehrer hat. Lover. Wie bekomme ich sie zurück, ohne meinen lieben Schafen weh zu tun? Eine von euch hat sie verschluckt. Wer war es? Meine Brosche! Oh nein! Ungütiger, ich werde sie nie wiedersehen! Oh. Ja, das Ding ist,
Wie machen wir das denn? Von euch hat sie verschluckt. Wer war es? Oh. Was hat das denn das Kind denn jetzt? Meine Brosche! Oh nein! Grundgüt! Ah ja! Schafe füttern und schauen, was hinten rum. Genau. Schmerzliches Schaf. Oh. Sehen wir mal nach. Das ist krank, Koi. Göttern, warum mache ich das überhaupt? Ja, weiß ich auch nicht. Reagieren mit dem Scheißhaufen. Nichts. Ich muss weitersuchen. Immer der, der am weitesten entfernt ist. Was hat dieses Schaf gefressen? Nichts zu sehen. Nichts. Ich muss weitersuchen. Was ist denn mit ihm? Er hypnotisiert den Scheißhaufen oder was macht er da? Was hat dieses Schaf gefressen? Nasser Schuh. Nichts zu sehen. Alter, aber sehr entferner. Ah, eine Brosche. Die sah bestimmt schon besser aus. Naja. Hier ist deine Brosche. Der Geruch haut ja ein Pferd um. Nimm sie einfach. Man wird sie waschen müssen, aber meine Nichte wird so dankbar sein. Vielen Dank, Fremde. Ich werde bei so etwas nicht mehr helfen. Vor allem das Ding ist ja, mal ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie viele Schafe kacken, ja, aber 2, 4, 6, 7, 8 Schafe, das ist halb tot, ja, das hat bestimmt die Bursche ausgekackt. Solche dicken Haufen, leck mir mal, das kann ja nicht. Das ist sehr hart. So. Oh, guck mal hier. Anomalie. So, machen wir das hier. Reisen wir hierfür hin. Ja, stimmt. Wir müssen in der Siedlung auch noch mit Gunnar reden. Ich glaube, das machen wir mal in der nächsten Folge. Oder wir machen das nach dem Rätsel. Wir machen das Rätsel noch und dann gehen wir in unsere Siedlung und reden mal mit Gunnar. Weil er will ja seine Brigitte heiraten. Machen wir nochmal ein Fest zum Abschluss. Außer er will jetzt, dass wir zigtausend Sachen dafür besorgen, was ich nicht hoffe. hier so Festvorbereitungen und so, weißt du? Wäre ein bisschen doof, aber machen wir das Rätsel noch und dann ab in die Siedlung. Dann machen wir nächste Folge, machen wir eine Anomalie. Da habe ich schon Bock drauf. Das wird richtig cool. Da geht das Stresspotenzial wieder hoch. Vor allem, ich weiß ja nicht, ob die je nach Gebiet, also die Gebiete waren ja nach Stärke sortiert. Ob das wirklich dann so ist, dass je stärker das Gebiet, desto komplizierter die Anomalie. Oder ob die Anomalien einfach nach der Reihenfolge stärker werden. Ja, das heißt, dass die erste Anomalie, die du machst, ist... gesehen? Erst ein nacktes Pferd, dann ist es zum Luchs geworden. Dass die Anomalien am Anfang leicht sind und immer schwerer werden oder halt von Gebiet abhängig sind. Ich denke eher ersteres, ja, dass die erste leicht ist, die zweite schwer und so weiter und so fort. Weil wir haben die random irgendwie irgendwo gemacht. Dann würde ich sagen, dass die zufälligerweise immer stärker werden. Das ist wahrscheinlich so der Reihenfolge nach. Durch sie hindurch, direkt in Gottes Hand. Was geht hier vor? Ich liebe dich, Odin. Oh, du hast Glück, hier zu sein, Kriegerin. Du wirst sehen, was Sterbliche selten zu Gesicht bekommen. Habe ich das Himmelsreich betreten? Ota schlägt Steine, so weit das Auge reicht. Ich bin Ota Slugason. Ich gehe denn wie dir normalerweise aus dem Weg. Aber du scheinst freundlich zu sein. Ich schwöre. Ich hab gesehen, wie ein Engel deinen letzten Stein verschluckt hat, Ota. Ja, nichts ist schöner als der Knall eines sauberen Steinschlags. Wie eine Kriegeraxt, die auf eine Schildmauer trifft. So ein Steinschlag würde ich gern mal sehen. Gut, hier kommt eine Kostprobe. Macht euch bereit. Ich bin beeindruckt, Ota Slugason. Manche versuchen das selber mit ihrem Bogen. Aber eins sage ich dir. Meine Bestzeit ist schwer zu schlagen.
Ich möchte diesen Kindern ihren Helden nicht nehmen, indem ich dich bezwinge. Diese Wikingerin gefällt mir. Kinder, versammelt euch! Sicher, dass du mich herausfordern willst? Gut, Uther. Ich werde diesen Kindern zeigen, was eine wahre Legende ist. Uther, unterschreibst du mir diesen Stein? Ach, scheiße, aber geht schon nicht. Los. Ich dachte eigentlich... Das fasse ich ja nicht. Du schlägst der armen Puppe das Stroh aus dem Bauch. Oh, gut getroffen. Danke. Sehr gut. Das fasse ich ja nicht. Du schlägst der armen Puppe das Stroh aus dem Bauch. Na wo? Sieh mal an, das hat ja ordentlich geknallt. In dir steckt mehr, als ich dachte. Die Dänen hat ganz schön Wumms. Zwei Legenden vereint. Ruf die Dichter herbei. Danke, Uther Slugason. Dieses Spiel macht Spaß. Wenn es noch Met und Hafernüsse dazu gäbe, könnte man sich damit gut die Zeit vertreiben. Das stimmt, Eivor vom Rabenclan. Komm jederzeit wieder, wenn du nochmal tanzen willst. Das war ja nicht schwer. Ich glaube, der einzige Clou war, den da hinten zu sehen. Wow. Er hat mich jetzt nicht so... von den Socken gehauen, ne? Aber gut. Sowas muss man halt auch mal machen. Jetzt haben wir hier tatsächlich nur noch zwei. Das ist das und die Anomalie. Was haben wir denn dann noch? Hier. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5. Die alle in kürzester Entfernung. Hier ist noch was. Snotinger, Hampshire sind die beiden, genau. Und das sind noch die 5. Und dann sind wir durch. Dann haben wir auch alles. Wir haben alle Reichtümer, wir haben alle Kisten. Das war das. Ja, wir müssen also nur noch... So, 7, 8, 9 Rätsel machen. Davon 2 Anomalien. Da bin ich schon mal dran vorbei. Aber machen wir erstmal hier. Sprechen wir jetzt mit Gunnar. Na gut. Ja, 9 Sachen. Ich würde mal sagen, Anomalie dauert lange. Also sind es noch bestimmt 3 Folgen oder sowas, kann ich mir vorstellen. Wo wir uns dann um die Sachen kümmern. Ja, und dann haben wir halt noch Flussraubzug. Werden wir auch machen. Aber das kann sein, dass wir das dann erst machen, wenn der zweite DLC kommt. Dass wir es in dem Rahmen dann machen. Oder wir machen es halt, wenn ich weiß, wann der rauskommt. Müsste ich nochmal gucken, das Datum hatte ich. Dass wir das kurz vorher irgendwie machen. Oder natürlich, das können wir auch machen. Machen den Flussraubzug im Rahmen dieses Aufnahmeabschnittes praktisch und enden dann mit Assassin's Creed mit dem zweiten DLC. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, oder? Wir dann vorher alles fertig machen, dass wir uns dann voll auf den DLC konzentrieren können. Und dann können wir nach dem DLC nochmal in die Siedlung und dann kann ich nochmal zeigen, dass ich alles gesammelt habe und so weiter, alle Tiere, alle was auch immer. Ich muss auch noch, genau, das fällt mir auch noch in die Schatzkarten, ne? Da muss ich auch nochmal nach Norwegen, nach Irland wahrscheinlich, ja, nach Irland muss ich auch, da sind noch die Schätze. Das haben wir auch noch zum, also das sind alles so Sachen, da lohnt sich keine Aufnahme für, ja. Das ist ein bisschen sehr langweilig, weil muss ich auch suchen, ja, und dann bin ich vielleicht mal ganz falsch, dann suche ich vielleicht mal Dreiviertelstunde danach. Oh. Das ist sehr mühselig. So. Stein mit Inschrift. Okay. So. Erzähl noch eine. Ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Ich will mal im Eimer ganz kurz gucken, was Räder zu verkaufen hat. Wir haben ja ein bisschen Opal mittlerweile. Immer schön, ein nettes Gesicht zu sehen. Also, wenn du eins siehst, schick es zu mir. Was bietest du heute an? Oh, Berserkerrüstung. Oh, ein Phönix. Helm des, oh, des Ritters der Tafelrunde. Gottes Zorn. Echter Schild.
die Freude der fliegenden Freunde. Robust und doch leichtgängig. Genau richtig für deinen Berufszweig. Nun muss ich gehen. Auf bald. Auf bald. Geh so. Mit deinen Göttern. Ja. Da müssen wir eben. Jetzt muss ich aber mal eben ganz kurz zum Stall. Weil ich will den neuen Vogelmaus rüsten. Das Rüsten hört sich doof an. Auswählen. Den Schild, den machen wir jetzt gleich. Sieht schon geil aus, glaube ich. Hallo. Ich habe etwas Neues für dich. Was denn? Können wir vielleicht etwas üben? Aber natürlich. So, ne. Schon durch? Ja, ich... Was kannst du mir heute anbieten? Ich wusste nicht, dass ich hier meinen Vogel aussuchen kann. Wo ist er? Da. Dachte schon. Das war's also für heute? Ja. Hasta la vista, Kumpel. Wir sehen uns bald wieder. So. Alles Gute. Zeig mir, was vor uns liegt. Oh, schick. Okay. So, ein Schild. Schild, Schild, Schild. Oh, der ist so gut. Oh, wow. Okay. So, Runen. Angriff wird nach einer... Ja, geil. Geil. Das ist die perfekte Rune dafür. So. Gewicht ist sogar relativ leicht. Hier, blocken. Einem Schild angehauen. Okay, wir gucken erstmal, ob wir noch irgendwas anderes nehmen können. Ob wir noch irgendwas anderes mit Blocken haben. Feuerschein kommt ein Blocken hier. Bam. Leichen. Auch wenn es nicht unbedingt. Kritische Chance, schwerer Treffer. Blocken. Blocken 3, schwerer Schaden brauchen wir nicht. Hey, hier. Guck ihn dir an. Oh, ein wunderschöner Schild. Oh. Und ein Wimpel nur dran, ist der toll. Ah, kleines Kätzchen, wo bist du denn? Komm. Muss nicht miauen, ich streichel dich auch. Also jetzt. Legst du dich schlafen, okay. Dann streicheln wir hier. Unseren Freund. Hallo. Wulfi, schön dich zu sehen. Wulfi war das, genau. So, dann. Boah, dieser Schild, der sieht voll cool aus, ey. Dafür lohnt sich das, die ganzen Aufträge. So, Junge, wie kann ich dir helfen? Eivor, schön dich zu sehen. Ich... wolltest du etwas? Oder... Ich hab mich gefragt... Was ist denn? Brigitte und ich dachten, da sich jetzt alles beruhigt hat, könntest du vielleicht einen kleinen Augenblick finden und... Ihr wollt vermählt werden? Ja, miteinander. Das dachte ich mir. Gunnar, dich so froh zu sehen, ist mir eine Freude. Und euch zu verheiraten, eine Ehre. Soll ich Freunden in der Ferne die Kunde bringen? Ich bin ehrlich, Eivor. Ich kam mit euch allen hierher, weil mich nichts und niemand dort hielt. Der Rabenclan ist die einzige Familie, die ich brauche. Und Brigitte auch. Nach dem, was sie gesagt hat, geht es ihr hier besser als bei denen, die ihres Blutes sind. Wir sind wie ein paar Findlinge. Kümmern wir uns also nicht um den Brauch. Wenn du Braut und Klinge hast, vermählen wir euch. Als Jarlskunner tue ich das mit Freuden. Okay. Brigitte und du, wann wollt ihr euch vermählen? Je früher ich sie zu meiner Frau mache, desto glücklicher werde ich sein. Aber wir können warten, bis sich hier alles beruhigt hat. Ich wollte gerade sagen, also von mir aus, müssen wir da jetzt nicht drauf warten oder sowas. Da können wir eigentlich
auch loslegen, oder? Bringen wir dich unter die Haube. Genug gewartet. Lösch das Schmiedefeuer und bedecke den Amboss. Jetzt wirst du vermählt. Wundervoll. Sollen wir alle versammeln? Du holst deine Frau und deinen Mut. Ich hole die Leute zusammen. Gunnar, Brigid, es ist mir eine Ehre, an diesem wundervollen Tag vor euch stehen zu dürfen. Wir feiern euer starkes Band und eure Hochzeit. Ich sehe vor mir eine Liebe, die mitreißend ist und stark. Ich möchte euch nun bitten, euren Schwur zu leisten. Liebste Brigid, ich überreiche dir diese Klinge. Sie wurde in Flammen geschmiedet, die hell lodern, wie meine Liebe zu dir. Die Klinge ist scharf wie dein Verstand und schimmernd wie deine Schönheit. Möge ihr Klang der Süße deiner Stimme in meinem Ohr gleichkommen. Dio, seht wie die Kari Ziganar. Dwi'n efo am Lucas, wedi fi ddod o hyd o ti yng Nghariad. Und ich dich. Ich gebe dir mein Schwert und das Versprechen, für alle Zeit an deiner Seite zu stehen. Hyd fi di breddwydio am ffutio yn hun, a di so tawelwch yn hope a premonition. Ond dim mount o sgraen a foresight paratoi fi y swipin adventure meeting ti. Tiw'r enoed fel dim arall, a dyn a strong a bwrdd i chi, ac fel as i ffys, mae'r calon yn hedfan dyr y tŷ. Wie poetisch, liebste. Ich fang gleich an zu weinen. Es ist hedfan efo'n gilydd, trwy bywyd yn beyond. Ich gebe dir diesen Ring und nehme deinen an. Ich werde ihn mit Stolz tragen. Erfüllt von der wärmenden Liebe einer perfekten Frau. An ei gwisgo fe fel calon, adoration a ffydd am byth. Das ist der schönste Tag meines Lebens. Umarme mich, Liebste. Unser Paar hat den Bund der Ehe besiegelt. Darauf trinken wir. Hast du gesehen, wie viele sie hatte? Wie viele von diesen Armringen? Die hat ihn auch bestimmt die ganze Zeit beleidigt. Er checkt das nicht, aber er ist die Einzige, der sie versteht, ja? Reden wir nochmal hier mit den Leuten. Alvis, ich bin überrascht, dass du Braut und Bräutigam nicht mit ein paar Versen beglückt hast. Oh, das hätte ich gerne. Doch alles, was mir einfiel, waren Spott und Sticheleien. Nächstes Mal vielleicht. Aha. Und wie sind die Hochzeitsbräuche in deiner Heimat, Haitham? Ähnlich wie diese? Fast jedenfalls, in allen wichtigen Aspekten. Es wird gelächelt, gelacht und umarmt. Und das ist alles, was man braucht, glaube ich. Ja, das stimmt. Das reicht. So. Gunnar, alter Fischkopf. Du bist verheiratet. Hätte nie gedacht, dass ich das noch erlebe. Ich auch nicht. Dabei habe ich so oft versucht. Brigid. Ich überbringe dir einen Willkommensgruß unseres Clans und unserer Familie.
Du bist nun ein Teil von Gunnars Leben und von unserem. Rübst einfach. Dio, Javier. Ja. I couldn't be more happy to be here. Hope you know what you keeps me sure that you is. Ja, natürlich. Wie gesagt, schön, dass du bei uns bist. Okay. Volker, ich wollte dir danken für alles, was du für mich getan hast. Meine Visionen haben nachgelassen. Nun, es ist schwer zu erklären, aber ich fühle mich anders. Warum muss er jetzt in der Kamera stehen? Geerdet, geeint, im Reinen. Das freut mich zu hören, Evo. Das freut mich sehr. Okay. So. Antti steht da noch ein bisschen abseits. Reden wir erstmal noch. Ah, Reda ist auch da. Was geht ab? Er macht schon die nächsten krummen Dinger da, ey. Du bist jetzt schon eine Weile bei uns, Reda. Bist du bereit, dich niederzulassen? Wurzeln zu schlagen? Für ein Jahr oder zwei vielleicht. Aber ich bin kein Nestbauer. Eher ein Wanderer. Stets suchend, nie findend. Wer weiß, eines Tages... Kleiner Mann, du bist jederzeit willkommen. So, wollen wir auch heiraten, Randvi? Wie sieht's aus? Randvi, du sahst einsam aus. Da dachte ich mir, ich leiste dir Gesellschaft. Wie nett von dir. Genießt du die Feier? Aber ja, wer hätte gedacht, dass je eine Frau den kauzigen Gunnar für sich gewinnen kann? Nun ja, ich glaube, er war leichte Beute, auch wenn ich nicht schlau aus ihm werde. Aber ich freue mich für ihn und über eine Verschnaufpause für uns alle. Nach allem, was war, haben die Leute ein paar Tage der Ausgelassenheit bitter nötig. In der Tat. Kommst du ein Stück mit mir? Wohin du willst. Geh nur vor. Die muss es jetzt wieder strecken. Ich bin keine Seherin, aber ich habe diesen Tag lang vorher geahnt. Nicht Gunnars Hochzeit, aber unsere Situation. Unseren Erfolg. Was meinst du mit Erfolg? Ich habe gesehen, wie unsere Siedlung durch unsere Siege in den Schlachten und durch Verhandlungsgeschick aufblüht. Und seit dem Tag, an dem wir Nordwege verließen, wusste ich, dass du Sigurd an Führungskraft übertreffen würdest. Es lag nie in seiner Natur, Menschen zu führen. In deiner allerdings schon. Verstehe. Wirklich? Du hättest mich warnen können. Du hättest nicht auf mich gehört. Stimmt. Ich hoffe, du siehst es jetzt, nach allem, was du für uns getan hast. Randvi, du und all die Leute hier. Ihr habt mehr für mich getan, als ich je zurückgeben kann. Dein Vertrauen ehrt mich. Ebenso wie deine Zuversicht. Genau wie mich deine Liebe ehrt. Und mich die deine. Setz dich zur Randvi? Achso, wollte schon sagen, ich muss sie erstmal hinsetzen. Wie fühlst du dich? Setz dich zur Randvi. Endlich angekommen, wo ich hingehöre. Und es gibt nichts, das mich vorantreibt. Ein seltsames Gefühl. Ein Teil von mir wünschte, Sigurd wäre hier. Wenn auch nur, um zu sehen, wie weit wir seinen Traum vorangebracht haben. Gräme dich nicht, dass er nicht da ist. Sigurd sehnt sich nach etwas, das keine Frau und kein Mann ihm bietet. Er ist auf etwas Größeres aus, das nur er selbst finden kann. Du hast recht. Er sucht, was er mehr als alles andere begehrt. Alles, was ich begehre, ist längst hier bei mir. Was macht der neue Schild? Der macht uns attraktiv, glaub mal. Sollen wir gemeinsam zurück zur Hochzeit gehen? Brigitte hält vielleicht noch eine Rede, die dürfen wir nicht verpassen. Wo wir gerade dabei sind. Schon seit Glowcaster Shire verstehe ich kein einziges Wort von ihr. Ach ja? Ich finde, sie drückt sich schön aus. Beinahe poetisch. Soll das ein Witz sein? Meinst du? Komm, wir sollten gehen. Oh ja, sie drückt sich poetisch aus. So. Schmiede, Feuer und Flamme abgeschlossen. Sehr schön. So, hier können wir jetzt nichts mehr machen, ne? Die feiern alle hier. Gut. Dann würde ich sagen, vergeben wir nochmal eben ganz kurz die Fertigkeitspunkte. 30, machen wir das hier und das. So, dann gucken wir mal eben bei den Quests rein. Wir haben jetzt noch nur noch das. Also wir machen nur noch Flussraubzüge, das sind unsere Quests, danach sind wir durch. Gut.
Ich würde vorschlagen, nächste Folge kümmern wir uns hier um Schrobeschier. Das heißt, wir machen diese Anomalie, dieses Rätsel. Je nachdem, wie lange die Anomalie dauert, ja, machen wir das Rätsel und dann vielleicht noch ein anderes. Und dann eine Folge, diese Anomalie und diese Rätsel, sodass wir das in zwei Folgen abarbeiten. Und dann machen wir den letzten Flussraubzug. Also ich hoffe, dass es der letzte ist. Ja. Kann natürlich sein, dass er danach mit noch irgendeinem Raubzug ankommt. Aber eigentlich... Wir haben den Mantel. Wo ist er denn? Hier. So, eins. Und den Schild. Die beiden Sachen haben wir zuletzt geholt. So, da ist der Schild. Da ist zwei. Wir haben ja in Sephan eigentlich auch da. Drei. Ne, die nicht. Ne, hier auch nicht. Also wir haben eins. Da ist hier noch was. Warte mal, dann müsste er theoretisch... Ne. Dann haben wir drei Sachen davon. Das ist richtig, oder? Ich kann doch auch die Details machen. Komplettes Set anlegen können wir nicht. Das ist Heldenattribute, ne? Warte mal, ich wollte eigentlich hier. So. Wir haben zumindest noch nicht den kompletten Satz. Gut, das war ja irgendwie klar, dass wir nicht den kompletten Satz haben. Ich dachte, hier wird jetzt auch stehen, was uns davon noch fehlt. Wir haben drei Sachen. Wir kriegen Schild und Schwert. Wir haben das. Eigentlich müsste die Deva das letzte sein. Dann kriegen wir noch zwei Sachen. Mantel, Schild. Wir kriegen da das Schwert. Warte mal. So, ne. Zwei Teile der legendären Rüstung. So, zwei Teile waren auch bei der anderen Sache dabei. Da bei der anderen Dingens auch. Das heißt, es sind sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Naja, egal. Lassen wir uns mal überraschen, aber ich denke mal, da ist schon das Ende dann. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich werde jetzt hier hinreisen. Reise nicht verfügbar. Ah, alles klar. Das wäre los. Gut, dann glaube ich dahin oder sonst was. Aber irgendwie komme ich da schon hin. Und dann fangen wir in der nächsten Folge die Anomalie an. Ich würde sagen, dann bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.